Hallo Ninjas, heute zeige ich euch kurz und knapp die wichtigsten Infos rund um die neue Mechanik Infernale Horden und vor allem wie wir das meiste daraus holen. Also bleibt dran, damit ihr das nicht verpasst. Aber erstmal, was sind denn Infernale Horden? Infernale Horden ist die neue Endgame-Mechanik, die mit Season 5 vorgestellt wurde. In den Infernalen Horden besiegen wir Wellen von Monster, um Äther zu sammeln. Zwischen den Monsterwellen müssen wir immer einen zusätzlichen Effekt für alle kommenden Wellen wählen. Dieser Effekt ist Decken und jeder positive Effekt kommt auch mit einem negativen Effekt. Was die besten Effekte sind und wie wir diese Mechanik ausnutzen, um zusätzlich im Äther zu erhalten, erzähle ich euch später im Video. Nach der letzten Welle müssen wir zusätzlich drei Bosse gleichzeitig besiegen, bevor wir unsere Belohnung wählen können. Auch hierzu später mehr. Zusätzliches Lootglück gibt es für diejenigen, die meinen Kanal abonnieren und mir dabei helfen, mein Ziel von 1000 Abonnenten noch bis Ende von Season 5 zu erreichen. Nun, da wir wissen, was infernale Horden sind, müssen wir noch in Erfahrung bringen, wie wir sie betreten und freischalten. Um eine infernalen Horden-Instanz zu betreten, benötigen wir einen infernalen Kompass. Um diesen zu erhalten, müssen wir lediglich die Season Quest erledigen, bis zu dem Punkt, an dem wir die Weiße Priority Quest Eyes of the Enemy erhalten, auf Deutsch Augen des Gegners oder so ähnlich. Ich selbst spiele nur in der englischen Version und kann es deswegen nicht zu 100% sagen, wie diese heißt. Diese müsst ihr auf jeden Fall unbedingt abschließen, ansonsten könnt ihr keine infernalen Kompasse erhalten. Infernale Kompasse erhaltet ihr nun fortan beim Abschließen von Albtraum Dungeons, Öffnen von Kisten in der Höllenflut oder in den Kisten vom flüsternden Baum. Zusätzlich befinden sich auch immer weitere Kompasse in den unendlichen Truhen vom Geschenk der Mutter. Kompasse können zusätzlich beim Okkultisten für Siegelstaub hergestellt werden oder ihr zerlegt Kompasse, um Siegelstaub zu erhalten. Mit dem Abyssrollen können wir die Kompasse weiter aufwerten. Es gibt insgesamt 8 Tierstufen für die infernalen Horden. T1 startet mit Level 60 Monster. Mit jeder Verwendung einer Abyss-Schriftrolle auf einen Kompass erhöhen wir die Stufe jeweils um ein Tier. T1 hat, wie schon gesagt, Stufe 60 Monster. Und mit jeder Stufenerhöhung erhöht sich das Monster-Level immer um 20 Stufen, bis auf Stufe 200. Am Ende erhalten wir bis zu 4 Belohnungsoptionen. Für 20 Äther erhalten wir 2 bis 3 legendäre Gegenstände und unter Umständen auch Unix. Für 60 Äther erhalten wir mehrere legendäre Gegenstände mit einer erhöhten Chance auf ein Greater Affix. Wenn ihr nicht genau wisst, was ein Greater Affix ist und wie sie skalieren, habe ich euch ein Video in die Infobox verlinkt. Das klärt euch auch zusätzlich darüber auf, wie ihr Härtung und Vollendung optimal nutzen könnt. Die Greater Affix Kiste für 60 Äther kann allerdings nur einmal pro Run gekauft werden. Zusätzlich gibt es immer eine Goldkiste. Die verbraucht euer gesamtes Äther und gibt euch entsprechend der Anzahl Gold. Und das nicht zu knapp. Goldmangel solltet ihr in Season 5 also nicht haben. Kommen wir jetzt aber zur wichtigsten Kiste, der Materialienkiste. Diese Kiste kann für jeweils 20 Äther geöffnet werden. Neben Aufwertungsmaterialien, Steinstaub und dergleichen erhalten wir auch Grubenmaterialien. In den Tierstufen 3 und 4 erhalten wir das blaue Grubenmaterial Obduzid. Ab Tierstufe 5 erhalten wir das gelbe Grubenmaterial Ingolit und ab Stufe 7 erhalten wir Nisrion-Eisen, das legendäre Material für die Vollendung. Also merkt euch die Breakpoints Tier 5 und Tier 7. Dabei ist T7 und T8 am besten. Aber ich weiß auch, dass man das zum Anfang nicht schafft. Arbeitet euch also langsam hoch. Zusätzlich erhalten wir stiegische Steine ab der Tierstufe 7, die wir für Überbosse benötigen. Auf T7 erhalten wir für 500 Äther ca. 2 bis 3 stiegische Steine. Auf T8 sind es fast doppelt so viele. Allerdings habe ich natürlich keine abertausende Versuche gehabt und somit sind die Werte nicht zu 100% genau, sondern nur Richtwerte. Festzuhalten ist jedoch, dass T8 wesentlich mehr stiegische Steine droppt als T7. Nun, da wir wissen, was die infernalen Horden sind, wie wir sie freischalten und was die Belohnungen sind, müssen wir nur noch erfahren, wie wir die meisten Äther erhalten können. Zwischen den Wellen können wir immer zwischen 3 Effekten wählen. Die besten Boni sind die, in denen es um Hellenblüter geht. Und die besten Boni in absteigender Reihenfolge sind folgende. Hellborn hunt you. Also Hellenblüter jagen euch. Dies bewirkt, dass jetzt Hellenblüter spawnen und euch verfolgen. Das ist die beste Scaling-Option. Zusätzlich lassen Hellborn jetzt auch Äther fallen. Ein weiterer guter Effekt ist +1 Hellborn, wenn spawnt.
Das sorgt dafür, dass immer ein zusätzlicher Hellbornspawn, wenn einer oder mehrere erscheint. Dieser droppt ebenfalls Äther. Als nächstes haben wir Höllenfeuer spawnt Höllenblüter. Also das Höllenfeuer spawnt jetzt auch Hellborns. Dies ist absolut verrückt, denn dadurch erscheinen Haufen Höllenblüter. Allerdings müssen wir, um diesen Boni zu erhalten, vorher den Boni Höllenfeuer gewählt haben. Ein weiterer guter Boni ist es, dass wir Äther-Events 50% schneller spawnen, wenn wir normale Monster töten. Zum Schluss haben wir alles, was Äther droppt oder Höllenblüter erhöht. Wenn ihr nichts davon auswählen könnt, wird etwas, was zusätzlichen Äther gibt, aber lasst die Finger von den Boss-Spawns, Infernalen Dämon oder Aetherlord. Diese geben euch vergleichsweise wenig Äther für den Zeitaufwand und dies resultiert in schlechtere Belohnungen, weil ihr am Ende weniger Äther habt. Denkt bitte daran, meinen Kanal zu abonnieren. Ich bin Nijel und auf diesem Kanal dreht sich alles um Open-World-Spiele und MMOs. And don't forget, we are the Shadow.